Mörder sind leicht einzusehen. Aber dies, den Tod, den ganzen Tod, noch vor dem Leben so sanft zu enthalten und nicht bös zu sein, ist unbeschreiblich. Sobald ich mit Professor Kubus gesprochen habe, verschwinden wir. Hab noch ein bisschen Geduld, ja? Das sichere Tier, das uns entgegenzieht in andere Richtung. Was denkt sich nur einer, der sowas schreibt? Nimm doch nicht alles so furchtbar wichtig. Störe ich? Aber nein. Ich erwarte Kollegen Heinrich Zieh, den Direktor unseres Geographischen Instituts. Ich hatte ihn kurz über den Fall Hanna Laudin informiert. Ja, schon 5 durch. Sie scheinen mir etwas elegisch gestimmt. Elegisch? Entschuldigen Sie, aber dazu hätte ich erst begreifen müssen, was gemeint ist. Tja, unsere Dichter? Möglich, dass es an meinem Verstand liegt. Also diese Schlussfolgerung ist nicht unbedingt logisch. Verzeihung, jetzt ist mir Ihr Name entfallen. Hansbach. Begriffen habe ich nur, dass viel vom Tod die Rede war. Der ganze Tod, der sanfte Tod. Nein, tut mir leid, mit dem Tod habe ich andere Erfahrungen gemacht. Über Dichtung gehen die Meinungen auseinander. Sehen Sie, Studentinnen von mir sitzen nächtelang und schreiben die Duineser Elegien ab. Tja, da kann man nichts machen. Sagen Sie, mit dem Anästhesisten sind Sie nicht zufällig verwandt? Karl Friedrich Hansbach? Nein. Hansbach? Der Name ist ja nicht allzu häufig. Ich bin Werkzeugschlosser. Herr Hansbach war Lehrer, auch am Gymnasium meines Bruders. Ach. Und wer hat Ihnen das eingebrockt? Wie meinen Sie das, eingebrockt? Erst Gymnasiallehrer und jetzt... Na, heutzutage erlebt man ja so manchen Sturz in die Tiefe. Schlosser ist mein erlernter Beruf. Und ich hatte geschworen, Sie sind ein Mann der Naturwissenschaften. Physik oder Chemie? Ich bin nicht in die Tiefe gestürzt und mir hat niemand was eingebrockt. Dann entschuldigen Sie ein Missverständnis. Aber um auf Ihr Anliegen zurückzukommen, Fräulein Laudin, im Geographischen Institut ist noch ein einziger Studienplatz vakant. Kollege Heinrizi wäre bereit, ihn für Sie zu reservieren. Aber er kennt mich doch gar nicht. Er wird Sie kennenlernen. Natürlich hängt alles davon ab, ob Ihr Einspruch gegen den Bewerbungsentscheid... Ach, da ist er ja. Ein untersetzter, etwas asthmatisch wirkender 60er betrat das große Gesellschaftszimmer und blickte hilflos in die Runde. Offenbar gehörte er nicht zu den Stammgästen. Kubus ging rasch auf ihn zu, begrüßte ihn und stellte vor. Danach begaben sich alle 4 in das Arbeitszimmer des Hausherrn. Professor Kubus war Mediziner und Hansbach hatte erwartet, ein Skelett oder andere den Beruf bezeugende Präparate zu sehen, ungeheure Mengen von Büchern, dunkle, schwere Möbel, kurzum eine Gelehrtengruft. Aber als er eintrat, war er wie geblendet.